Willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar The Sims 3. Ja, ich habe dieses Spiel schon ein ganzes Stück und ich habe es auch schon oft gespielt. Doch, ja, keine Ahnung, ich bin irgendwie noch nicht so auf die Idee gekommen, das vielleicht auch mal zu Let's Play. Ich, wie man jetzt schon sofort sehen kann, ich habe das Erweiterungspack Inselparadies und das Erweiterungspack Studentenleben, was man hier jetzt nicht sehen kann, aber ja, Studentenleben heißt es aber. Ja, wird Studentenleben immer. Und ja, dann drücken wir jetzt auf ein neues Spiel. Willkommen in Isla Paradiso. So, ich habe die Maus mal kurz so den Schirmrand gesteckt, wenn man sie nicht so sieht. Und ja, das ist Isla Paradiso. Das ist die Stadt von Insel Paradies. Und so habe ich mir jetzt, in der Ladezeit habe ich mir schnell überlegt, naja, was ist jetzt eigentlich nur für eine Familie, weil, ja, und zwar habe ich mich entschieden, eine Schwestern- oder Freundinnen-WG zu machen. Also, ich weiß noch nicht, ob sie aus zwei bestehen würde oder vielleicht sogar aus vier Personen. Aber wir tun erstmal das Erstellen. Wir können sie auch so machen, dass wir erstmal eine Zweier-WG machen und dann vielleicht noch zwei hinzufügen. So, aber erstmal müssen wir eine Hauptstadt erstellen. Ich hoffe, dass die Ladezeiten nicht zu lang werden und ich die jetzt nicht alle wegcutten muss. Das macht auch ein bisschen Arbeit. Nur, mir ist halt schon mal aufgefallen, eigentlich das Aufnehmen macht nicht so viel Arbeit wie das Bearbeiten. Das Ganze. So. Ja, ich habe die ganzen Dings wieder eingeschaltet. Ja, keine Ahnung warum. Ja, aber das können wir ja später. Und vielleicht irgendwie mal durchgeblicken. Dein Name fängt schon an. Lisa ist, ja. Zu lange auf die Umschalttaste gedrückt. Nachname. Nachnamen sind auch immer ganz schrecklich. Mir fallen immer nur meistens Familiennamen aus meiner Verwandtschaft an. Ein, nicht an. Lisa Strauch. ja. Ich bin immer, wenn das Verstellen nicht so gut. Ja, Körper, ich hau so hin. Muskeldefinition, naja, ein bisschen. So, ja. Würde ich sagen, reicht so. Wie gesagt, ich bin in sowas ganz schlecht. Okay, so. Oh ja, die Augen, die lasse ich, die sind richtig toll, die gefallen mir. Die sind toll. Hm, die sind toll. So. Moment, das ist noch ein bisschen Tanzen. Oh, das ist auch eine sehr schöne Frisur. Sieht toll aus. Ich überlege, was hier für eine Frisur stehen könnte. Ich finde, das sieht blöd aus. Ja, ich habe eine Farbe downloadet, weil ich. Ah, ich mag solche Frisuren. Die passt nicht zu ihrem Gesicht. Die finde ich sehr schön. Die ähnelt meiner Meinung nach auch meiner Haaren etwas. Das sieht echt süß aus. Ja, das lasse ich so. Weil ich habe auch immer. Ich habe auch recht langes Haar bekommen. In der letzten Zeit. Muss ich mal die Augenbrauen ändern. Ich will die Haare ändern. Die Farbe vielleicht ein bisschen. Das sieht auch sehr süß aus. Ja, ich glaube, so lasse ich das. Ah, nee, ich freue mich gerade ein bisschen. Es ist so schön knapp. Immer genau angucken. Ich würde eigentlich nur was an der Nase bearbeiten wollen. Aber ich, ganz ehrlich, lasse meistens die Standards. Die Nase, die sieht irgendwie so hochgezogen aus. Hm.
dass ich was umändere. Spitze. Guck ich nicht. Ich habe jetzt nicht was kaputt gemacht, deswegen. So sieht sie. Mir gefällt sie mir. So. Ich darf auch erstmal nur aufs Gesicht gucken, weil in den Mund hat sie einen recht ordentlichen. Schönheitsflecken hat sie einen. Der hier. Der finde ich eigentlich ganz toll. Ach, Make-up. Da kann ich mir auch was tun. Ja. So. Das passt sehr schön zu ihren Augen. So. Rouge. Nee, falsch. Lippenstift. Oh, die hat auch einen drauf. Ein bisschen so glänzerig. Das ist mir zu. Ja, das sieht schon so aus. Ich glaube, ich lasse den. Ein Tattoo. Naja, bei einer anderen machen. So. Jetzt. Los. Zieh die Anziehsachen an wieder. Ja. Okay. Sie möchte gerne noch ein Stück stehen bleiben. Komm, komm. Will nicht. So. Jetzt hat sie es geschafft. Hat anscheinend etwas länger gedauert. Gebraucht. Ja. Ups. Wollte ich gar nicht. Ja, gleich glitzer, ne? Lieber nicht. Ich weiß auch schon, was ich für eine Lieblingsfarbe hat. Etwas erschrocken. Mein Handy hat nämlich vibriert. Ich habe es auf Portion gestellt. Wir gucken mal, ob wir vielleicht ein schönes Kleid für sie finden. Sehen, würde ich gerade sagen. Ich muss jetzt mal den ganzen Kleider laden. Ich will mal gucken, ob das mir schön aussieht oder nicht. Ich weiß es nämlich nicht genau. Ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwie an den Satz enden oder so leiser werde. Generell von uns Paradies sind zwar viele schöne Dinge mit dabei, nur sehen angezogen wie nicht sehr schön aus. Ich finde das Oberteil passt da richtig gut. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ist bei dem auch? Ja. Ich glaube, ich werde die Hose etwas heller machen. Ich hoffe, das ist die Hose, ne? Ach ne, das ist es. Ich werde die ein bisschen heller machen. Ja, so gefällt mir das schon besser. Weil sonst ist das Ganze zu dunkel. So. Ein Schuh, mal am besten ein paar einfache lockere Drähte. Halt, was halt gut dazu passt. Ja, genau. Wir nehmen solche Push-Up-Schuhe. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Jetzt sehe ich, das sieht irgendwie schwitzig aus. Aber nein. Ein paar schöne Flip-Flops oder Römer-Sandalen. Das sind auch sehr schöne Schuhe. Aber nein. Bleiben wir mal bei flachen Schuhen.
ich das Ding noch in der Sehne nicht ganz schön, nicht schlecht als bewusst. Oder gleich die Stiefel. Okay, da sieht man es dann unten. Oder barfuß. Ja, oder so. Ich finde es mal. Nein, die passen nicht dazu. Ja, ich weiß. Ich brauche lange zum Erstellen. Okay, das passt. Gut, noch irgendwelche Accessoires. Vielleicht noch eine kleine Kette. So. Kann ich jetzt scrollen? Ja. Ne, Piercing brauchen wir nicht. Ohrringe hat diese schöne. Ja, das sieht doch schön aus. Fingernägel. Nee. Ringe brauchen wir auch keine. Fußnagellack noch nicht. Aus dem Mittel werde ich immer gucken. Nee, sieht scheiße aus, gut. Bin ich jetzt happy. Ah, das ist eine schöne Strumpfhose. So, ja, dann warten wir mal, was sie als Abendkleidung Outfit hat. Also, ja, Abendkleidung. So. Wow. Also echt, das gefällt mir. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so eine gute Wahl ist. Also, wow. Nein, also, ich bin begeistert von Sims. Warum kann ich das jetzt nicht abbrechen? Achso, weil es ist noch lädt. Okay. So, wie ist es? Nein, das sieht richtig, richtig gut aus. Also, da ändere ich gar nichts um. Ich gucke mir nochmal schnell, was sie für Schuhe trägt. Aber ansonsten, das passt so gut zu der. Da hätte ich alle Kleider durchprobieren können. Da sehe das immer noch am besten aus. Okay, egal. Ich schätze nicht. Ich sehe es halt auch nicht. Wir bewegen uns langsam zu ihr hin. Ja, und lass mal alles. Toll. Oh, ich bin richtig happy darüber. Zula! Naja, wir sind noch ein bisschen jünger. Okay, naja, wir ziehen was Ordentliches an, sag nur mal, was Bequemes. Okay, wer möchte? Okay, so, nein, das ist... Wer zieht sowas ins Bett an? Niemand. Ja, klar, genau. Wir ziehen Fell ins Bett an. Naja. Also okay. Ja, genau. Gut. Accessoires braucht man keine. Schuhe erst recht nicht. So, Sportbekleidung. Deptagi? Oh Gott, bitte nicht. Das ist auch ein sehr schönes Oberteil. Ich finde das so toll. Ja, okay, es ist ein Sport-BH, aber trotzdem. Ich finde das toll. Auch die Farbe, oh Gott. Nein, gefällt mir sehr. So. Da würde ich hier noch sagen, bei Sport, okay. So. Was nehmen wir da am besten? Vielleicht irgendwie so ein Outfit. Ist das chilliger Outfit? Outfit? Genau. Nein. Oh, ich habe die ganze Zeit eine Strähne von meinem Pony im Auge. So. Gut, dann bleiben wir bei diesem Outfit. Ja, ich brauche sehr, sehr lange zum Erstellen von Sims. Bei Inselpartys kann man auch so ein paar schöne